Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elex. Ich bin Fairer Justin, ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Im letzten Part haben wir... sind wir hier auf das Lager der Mitte gestoßen. Ich frage mich extrem, was hier abgeht. Daher sprechen wir mal mit Lloyd, der hier scheinbar der Anführer ist. Beziehungsweise Bürgermeister, was auch immer. Lager der Mitte, sagst du? Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Mhm. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Mhm. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen. Commander. Hm. Du weißt, wer ich bin. Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Verstehe ich das richtig? Du würdest meine Sache unterstützen. Meine Tage sind bald gezählt und meine Aufgabe hier ist fast vollendet. Das Lager der Mitte ist errichtet. Nun ist es an der Zeit, dieses Werkzeug einzusetzen. Die Menschen hier warten auf eine starke Hand, die sie führt. Ich kann das nicht sein. Das ist mir mittlerweile klar geworden. Die Macht der Mitte braucht einen würdigen Anführer. Zeige mir deine neu gewonnene Menschlichkeit. Du musst meine Männer dazu bringen, dass sie dir vertrauen und für dich in die Schlacht ziehen würden. Also, Commander, erledige die Aufgaben meiner wichtigsten Männer und überzeuge sie von deiner Stärke und deinen guten Absichten. Dann werde ich dir das Kommando über das Lager der Mitte übertragen. Das klingt interessant. Auf jeden Fall viel interessanter als Goliath. Erstmal Ende. L. Gefährten. Edan, das Gesetz der Berserker. Die Macht der Mitte. In der Mitte aller Länder gibt es eine strategische Siedlung, ein Lager, eine Festung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, doch es könnte mir bei meinen Unternehmungen gut als Stützpunkt dienen. Ich sollte versuchen, die dort ansässigen Menschen davon zu überzeugen, für mich zu kämpfen. Klingt gut. Den Marker behalte ich da trotzdem, weil das ist das Lager der Separatisten, denke ich. Leute. Du würdest mir das Kommando über deine Kampftruppe übergeben? Einem Fremden? Dem Feind, der die freien Menschen an den Rande der Ausrottung gebracht hat? Ich sagte es bereits. Du bist nicht mehr die Bestie von Xakor. Dein Weg mag ungewiss sein, aber du wirst ihn gehen. Mit oder ohne unsere Unterstützung. Da bin ich doch lieber auf der Seite der Gewinner und pfeif auf Prinzipien. Woher willst du wissen, dass wir Erfolg haben werden? Das weiß ich nicht. Aber ich sehe dich und was dir widerfahren ist. Ein übermächtiger Feldherr wird zum Ausgestoßenen und wechselt die Seite. Eine bessere Chance kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Aber eine Sache noch. Häng es nicht an die große Glocke. Sie werden es schon früh genug erfahren.
Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Gut. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Ja, wie steht's? Ja, sieht gut aus. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Oh, also nichts damit. Der hat mir nichts dazu sagen. Das sieht hier sehr interessant aus, alles. Ich hätte gerne einen Händler oder so. Ach, hier kommt man normalerweise rein. Ja, scheinbar soll man normalerweise so hier reinkommen. Okay. Hast du einen Namen? Jonesy! Hey, du! Was glaubst du, wo du da hingehst? Das hier ist Sperrgebiet und du hast hier nichts verloren, Mann. Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Soll ich vielleicht noch ein paar Zäune für dich aufbauen oder was? Schnauzt du jeden gleich an, der hier vorbeikommt? Hey Mann, das ist eine gefährliche Gegend hier. Nur ein Schritt in die falsche Richtung. Und du bist erledigt, Mann. Stimmt. Also schwing deinen Hintern besser hoch in unser Lager. Oder verschwinde besser gleich ganz von hier, wenn du nicht als Mutantenfutter enden willst. Mutanten sind überall auf Magalan. Mag sein, aber die in dieser Gegend sind besonders hartnäckig. Ich habe schon elendig viele von ihnen platt gemacht, aber sie kommen immer wieder. Mittlerweile sind es schon mindestens 10 Mutanten in der Nähe. Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu lauern, um unser Lager anzugreifen. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Ja, oh Mann, das ist eine gute Idee. Zusammen sollten wir eine Chance gegen die Biester haben. Ich sag dir, wie wir es machen. Du lockst sie einzeln zu mir hier rüber. Und wir machen sie dann gemeinsam platt hier oben, okay? Risikominimierung für die eigene Haut? Dachte ich's mir doch. Erst große Töne spucken und dann doch kneifen, was? Pass auf, Kollege. Ich kann hier nicht weg. Ich habe den Auftrag, das Lager zu beschützen. Wenn die Viecher das Lager angreifen, bin ich die letzte Bastion hier draußen. Verstehst du? Auf keinen Fall werde ich meinen Posten verlassen. Also entweder machen wir so, wie ich es gesagt habe, oder gar nicht. Also mach schon und lock die Mutanten hierher. Am besten einzeln, okay? Okay. Ah, was für Mutanten sind das denn? Wie macht er mit? Ein Fuß in der Tür, Befreiung des Lagers. Du verdammtes Biest!
Die haben gute Ausrüstung. Das gefällt mir. Du verdammtes Biest! Ganz ehrlich, der Typ ist einfach nur krass. Ich meine, auch so eine Waffe haben wie der. Automatische Speicherung. Inner besser, okay. Ich habe noch keinen einzelnen davon gemacht, ne? Nee. Ich frage mich, ob es hier irgendwo einen Shop gibt. Dann könnte ich wirklich Pfeile kaufen. Und das wäre dann besser. Ich mach das gerne für den, aber ich hätte auch wirklich gerne einen Shop. Moment mal, wo soll's denn hingehen? Lass mich raten, du bist hier der strategische Offizier. Ach, noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der war bei den Berserkern. Der war mal bei den Berserkern. Der da unten. Der die Mutanten bekämpft, der war bei den Outlaws. Und ich denke mal, der Mechaniker wird bei den Klerikern gewesen sein. Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Hm. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Und werde Teil einer Gemeinschaft. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Verstanden. So ein kleiner Bademeister. Geht das auch ein bisschen freundlicher? Oh. Habe ich jetzt deine Gefühle verletzt? Du tust, was ich dir sage, oder du fliegst raus, verstanden? Okay, verstanden. Verstanden. Tatsächlich? Naja, das werden wir ja sehen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Gute Kämpfer kann ich besorgen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen. Ha. Duras, ein Krieger der Berserker, kämpft an meiner Seite. Sehr gut.
Die Berserker verstehen es, sich gegen die Alps zu wehren. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Ax ist ein ehemaliger Alp, doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja, man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Nein, na gut, dann mach mal weiter. Wir können hier jeden guten Kämpfer gebrauchen. Gut. Wie ist jemand wie... Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Tschüss. Ja, das ist gut. Tschüss. Siedler. Siedler. Schön, dass hier Radio läuft. Das ist ein schönes kleines Detail. Ah, friedlicher Schakal. Ein friedlicher Schakal. Dass ich das noch erleben darf. Achso, das sind jetzt Jonesy, das sind die lauernden Fühler. Kaya. Crony. Falk ist da unten. Bei den Separatisten? Also er ist doch da bei den Separatisten. Das heißt nicht da, sondern doch da. Crony? Ray ist... Ray kann mein Waffengefährte werden. Ganz ehrlich, dann werde ich demnächst mal Ray einen Besuch abstatten. Ganz ruhig. Ruhig. Was ist hier unten? Ärgert das jemanden, wenn ich hier unten bin? Ne, scheinbar nicht. Ich suche aber immer noch einen Händler. Ist das so schwer, hier einen Händler zu finden? Tatsache. Bisschen outlawig aus. Siedler. Siedler. Dann gehe ich mal nach hier oben. Bemerkenswertes Land. In der Tat. Oh, Setzerbrot. Bist du Siedler? Halli. Ah, verdammt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Du bist Mechaniker? Ei, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der vierten Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten. Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal. Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Könntest du den Gleiter bergen? Ha, das ist dein Ernst, nicht wahr? Ja, scheiße nochmal. Es ist dein Ernst. Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an.
Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz. Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, du lässt nicht locker, was? Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Dieses freundliche Biest da drüben. Dein Haustier? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh hergekommen ist. Auf einmal war es da. Weißt du, so etwas stört mich nicht. Solange es nicht meine Schrauben frisst. Harley, ist das wirklich dein richtiger Name? Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das. Okay. Was haben wir hier oben? Hier wollte ich eigentlich zuerst rein. Haben wir hier ganz oben vielleicht irgendwas von Interesse? Haben wir aus ein... Geistersehne? Ganz viele Pfeile. Also Holzpfeile, aber Geistersehne? Natürlich ist das eine seltene Waffe. Voraussetzung 70 Stärke und 30 Geschicklichkeit. Fächerschuss, suchender Pfeil. Behalte ich erstmal. Ich denke mal, das ist. Stelle ich halt einfach legendäre Waffe und das Feuer ist da oben einfach nur, dass es eine Feuerwaffe ist. Ah, interessant. Lohnt sich doch hier mal vorbeizuschauen. Verbandstasche. Na, mein Junge. Ein zahmer Schakal. Sehr ungewöhnlich. Hier ist wirklich alles Mögliche. Jetzt helfe ich erstmal hier hinten unserem Freund. Da hinten ist die Kuppelstadt, ja? Die Macht der Mitte ein. Defektes Triebwerk. Wo bist du? Da oben. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Eigentlich ist das wirklich gar nicht so weit weg. Bergungsarbeiten, das ist halt einmal da oben und einmal da unten halt mein Gleiter, wo ich abgestürzt bin. Verteidigung des Lagers, ist klar, das ist... das sind einfach die Gefährten, die ich suchen muss. Stimmt, zu Crony muss ich auch noch.
Kaya. Und Ray. Falk werde ich wahrscheinlich erstmal nicht rankommen. Ich glaube, ich werde einfach nachher mal zu Ray gehen. Mal gucken, was Ray so drauf hat. Und da hinten. Wobei, das ist näher dran. Da ist auch bestimmt auch noch ein Teleporter. Und Crony. Zu Crony will ich auch noch. Ah, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Befreiung des Lagers. Das ist hier vorne. Das sind die. Lauernde Wühler. Einfach alles nur lauernde Wühler. Und Jonesy. Komm, ich rede erstmal mit Lloyd. Ich rede erstmal mit Lloyd. Vielleicht kann ich. Hab ich ja noch hier oben irgendwo einen Shop oder so. Dein Lagermeister Eckert ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Mhm. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Genau. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Da ist noch etwas, richtig? Genau. Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon einen Stein im Brett, denke ich. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ja. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Aber natürlich doch. Bring mir etwas bei. Sicher! Er kann was beibringen, Persönlichkeit. Kampftheorie, erhöht dein Kampfwert. Attributspunkte, gerissene Intelligenz. Bringt mir mehr. Okay. Mehr Erfahrung für erledigte Missionen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da brauche ich eine Menge für. Mal gucken, ob mir jetzt irgendwer noch was verkaufen kann oder ob das alles nur Lehrer sind. Weil wird das mittlerweile schon angezeigt? Lloyd ist Lehrer? Nein, das wird noch nicht angezeigt. Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz so aus. Okay. Dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Jawohl. Bring mir etwas bei. Alles klar. Ah, der bringt mir Überleben bei, okay? Okay. Dann wird der da oben mir wahrscheinlich Handwerk beibringen. Hadi, da. Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Ist ja nett, mit dir zu Ah, da, okay, der bringt mir doch nichts bei. Okay, schade. Dann würde ich sagen, ist mein Domizil das hier? Das hier ist mein Domizil. Kann ich hier noch irgendwas plündern oder ist hier von Anfang an nichts? Das war nichts. Beschaulich.
Habe ich irgendwo den Code für den Tresor? Immerhin ist das ja mein Tresor. Truhe. Ist das mein Elixit? Elektroschrott, Heilpflanze. Da ist auch noch Metallschrott. Mana. Tresor. Bett. Heiltrank. Anleitung. Anleitung, mächtige Heiltrank. Schön, 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 schön. Noch was hier so? Nö. Nö, nö. Elixit. Nö, das war's. Schön, schön, wir haben unser eigenes Quartier. Komm, Duras. Dann mache ich jetzt die Tür zu oder auch nicht. Gut. Aber da ich jetzt wieder Pfeile habe, kann ich auch unserem Kollegen vorne am Tor helfen. Annie! Hi, ich bin Annie. Bist du hier, um etwas zu spenden? Ja. Ja. Das ist sehr gut. Du kannst dir sicher sein, dass jeder Splitter, den du spendest, in den Ausbau unserer kleinen Gemeinde fließt. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne für eine bestimmte Sache spenden. Gefällt dir die Dekoration nicht? Oder vielleicht fehlt dir eine Werkbank? Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Also, wie sieht's aus? Ich darf mir auch wirklich... Ich kann dieses Lager ausbauen. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Händler anheuern, auf jeden Fall. Natürliche Einrichtung, technische Einrichtung, praktische Einrichtung. Auf jeden Fall einen Händler anheuern. Das ist verdammt wichtig, einen Händler hier zu haben. Ich suche mich hier die ganze Zeit nach einem Händler, dumm und dämlich, und die hat nicht mal einen. Aber wie viel habe ich jetzt eigentlich noch an Elixit? 89. Cool. Geil. Egal, ich habe es für die Gemeinschaft getan. Ich krieg gleich Gold. Hallo. Zeig mir deine... Kettensäbel. Aber 64, 64. Heilige Scheiße. Ring der Ausdauer, eine Schutzmaske. 250. 250 hätte ich gerne. Auch irgendwas Schönes verkaufen hier so. Das Breitschwert verkaufe ich einfach mal. Rüstung. Ne. Irgendwas, wo der mir Tons of Money gibt. Mächtiger Energiespeicher kriege ich, glaube ich, irgendwo anders besser los. Oder? Reines Edex plus Mana, Zähne, Knochen, Elektroschrott. Ich hab doch so. Sowas wie. Nee, das brauche ich, das brauche ich. Zigaretten bringen auch nur einen, leider. Klopapier bringen da mehr. Alte Münze, Geldbündel. Oh, das ist was wert. Goldener Kelch, gute Messer. Alle gute Messer, alle Rohrzange, Krüge, einfach auch alle, da gibt es so viele von. Gute Teller auch. Gute Becher auch. Findet man so schnell alles. Ah, Besen nicht unbedingt, Öllampen aber. Dann war die aber auch nochmal eine. Foto 01.
Nee, das, die ganzen Schriftstücke möchte ich behalten. Das ist so... Was sammle ich denn doch lieber? Ja, ich bin schon wieder über... Wobei... Da war eine Rüstung. Die Schutzmaske wollte ich. Ja. Ich wollte die Schutzmaske haben. Nein, ich wollte ausrüsten. Danke. Ich habe schon wieder Punkte. It's something. Na gut, ich merke gerade, der Part ist wieder vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Bis dahin, euer Justin, haut drin und tschüss.